Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Nagelvideo. Es gab schon so lange nicht mehr. So, ich habe meine Nägel vorbereitet. Das ist Essie Blanc, also einfach ein Weiß. Und das ist aus der Catrice Nude Purism LE. Jetzt habe ich hier irgendeinen Krams auf dem Nagel. Super. Pure Bloom. Und wir wollen heute etwas ausprobieren. Ich habe das schon vor einiger Zeit gekauft. Das sind diese Fingers, Nägel, Dinger. Warte, ich packe die euch jetzt erstmal aus. So, wir haben drei Designs. Ich glaube, ich werde erstmal das hier oben probieren. So, ich habe mich jetzt doch für ein anderes entschieden. Ich werde jetzt erstmal das hier nehmen. Man muss oben eine Schutzfolie noch abziehen. Die war hier oben drauf. So, und dann legen wir das in Wasser. Ich habe mir Wasser vorbereitet. Einmal kurz einlegen. Ich versuche das jetzt erstmal einfach so zu machen, weil ich nicht weiß, wie ich das schneiden soll. So, und jetzt 10 Sekunden. Oder auch einfach weniger. Ja, sieht so aus. Können ja einfach mal das hier nochmal da drauf drücken. Also es geht wirklich einfach so dann ab. Ich hoffe eben, dass ich das jetzt gleich noch irgendwie besser machen kann. Also, dass ich hier eben einfach das außen weg machen kann. So, also man kann das hier jetzt einfach auf den Seiten so ein bisschen wegknibbeln. Es ist vielleicht wirklich besser, wenn man das vorher auf die Größe ausschneidet. Aber ich, wie gesagt, ich fand das irgendwie ein bisschen schwierig. Man hat das jetzt auch alles an den Fingern. Ja, ich bin kein Profi darin, wie ihr vielleicht auch schon mitgekriegt habt. So, sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt mir noch einen Topcoat geholt. Ich benutze da immer den von Aldi Süd. Und jetzt soll man da einfach noch eine Schicht Topcoat drüber geben, um das eben zu versiegeln. Das mache ich doch mal eben. Hier oben habe ich irgendwie das Gefühl, nicht alles mitbekommen zu haben, aber ich finde trotzdem, dass es nicht schlecht aussieht. Wir probieren das einfach noch an der anderen Hand aus. So, wir haben jetzt wieder so ein Teil hier. Da müssen wir die Schutzfolie abziehen. Wir legen das wieder in Wasser, nehmen das raus und legen das auf den Nagel. Upsa. Und dann soll das 10 Sekunden auf den Nagel gedrückt werden. 10 Sekunden braucht es aber eigentlich überhaupt nicht. Geht viel schneller. Numero uno. Oh, ihr könnt es nicht sehen. Und das zweite machen wir auch noch. Das wieder ein Fail. Ich hoffe, wir können das nur ein bisschen glatt ziehen. So. Und jetzt geht es eben wieder darum, die Ränder sauber zu machen. Wie gesagt, ihr könnt das auch ausschneiden. Ich bin da einfach zu unfähig für, weil wie soll ich jetzt abschätzen, wie mein Nagel groß ist? Aber ja, theoretisch kann man das wohl. So. Ich mache das jetzt hier auf den Seiten weg. Ich habe die Reste auf den Seiten beim anderen Nagel übrigens mit einem Nagellackentferner auf einem Q-Tip weggemacht. Das hat gut geklappt. So, müssen das etwas lockern hier unten. Ich werde den Rest jetzt noch eben mit Nagellackentferner wegmachen. So, dann sieht das hier auch so aus. Und wir nehmen wieder den Topcoat. Wir haben hier noch ein bisschen was rumliegen. Und geben da auch nochmal eine Schicht drauf. Also, es hat super einfach eigentlich funktioniert. Ich habe am Anfang eben diese Schutzfolie nicht abgezogen und dann hat das nicht geklappt. Ich meine, ist ja klar. Aber sonst, bis auf diesen Ausschneideteil, den ich wahrscheinlich nie schaffen werde, hat das super funktioniert. Und auch wenn ihr es nicht ausschneidet, ihr könnt das eben außenrum dann wegknibbeln, ne? So, fertig. Einmal auf Weiß, einmal auf Babyblau. Ich finde beides ganz schön.
Und ja, war eine kurze Review einfach zu diesen Fingers-Dingern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald. Tschüss!